Yo-ho-ho! Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Baldur's Gate 5 Skyrim. Wir haben einen monumentalen, epischen, super krass geilen Auftrag vor uns, nämlich das Ende eines Reiches, die Ermordung des Kaisers von Tamriel. Aber Schritt für Schritt, erst müssen wir uns bei Kommandant Maro melden, den Passierschein zeigen und als Meisterkoch ausgeben. Und sehe ich nicht wie ein Meisterkoch aus? Hallo? Total. Ich will ja auch meine Identität schützen, In von dieser daher. Stadt wimmelt es nur so von kaiserlichen Soldaten und wisst ihr was? Ich bin immer noch nervös. Agent des Pinicus Oculatus, das scheint wirklich so die Sondergarde des Kaisers zu sein. Na, dann wollen wir noch mal schauen. Hi. Stehen geblieben. Der Turm darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Dann zeigen wir noch mal diesen tollen Passierschein. Was ist denn das? Bestellung dieser Größenordnung. Besitzer dieser Papiere. Der Feinschmecker. Bei Azura, der Feinschmecker. Es tut mir leid, ich hatte ja keine Ahnung. Wir wussten nicht, womit wir rechnen sollen. Ihr seid anders gekleidet, als ich erwartet hätte. Aber lasst euch bitte nicht aufhalten. Geht direkt durch in die Küche. Jana, die Burgköchin, erwartet euch schon ungeduldig. Wie selbst Kommandant Maro, Wache des Kaisers. Erstmal nicht bei mir entschuldigt. Herrlich, herrlich. Tja, tja, ihr werdet euren Fehler schon irgendwann einsehen, aber dann ist es längst zu spät. Da wird also der Kaiser sitzen, ne? Na, noch ist er nicht da. Noch ist er nicht da. Hi, Janna. Hey, wieso ist hier sonst keiner? Keine Wachen hier drin? Das geht. Nicht noch eine Lieferung. Ich habe doch gesagt, dass wir alles haben. Legt es dort ab und verschwindet. Ihr versteht mich falsch, denn ich bin der Feinschmecker. Der Feinschmecker? Oh, endlich! Ich konnte es kaum glauben, als ich hörte, dass der Feinschmecker für den Kaiser kochen sollte. Es ist nur... Ja? Ich kann einfach nicht glauben, dass der Feinschmecker ein Dunkelelf ist. Es war in Morrowind wahrscheinlich sehr schwierig für euch. Das Essen dort ist... schweigt! Ich bin bereit für das große Festmahl. Oh, nun, das seid ihr nicht. Ihr müsst eine Kochmütze tragen. Dort im Regal ist eine. Ohne könnt ihr einfach nicht kochen. Meine Fresse. Muss ich erstmal eine Kochmütze holen? Du mich auch. Wo ist denn dein bescheuertes Regal? Ich hab da sogar eine, oder? Aber nehmen wir besser mal eine, hier eine von. Damit sie nicht meckert. So, dann ziehen wir uns also diesen Kochscheiß an. KKK. Kochmütze. Zack. Et voilà. Nun bin ich ein Meisterkoch und ich sehe wunderbar aus. Und der Feinschmecker trägt immer seine volle Bewaffnung bei sich, wie es sich für einen Feinschmecker gehört. Das sind meine Messer. Ich meine, damit schneide ich meine Kartoffeln mit diesem langen Schwert, ne? Ist doch normal. Ist doch völlig normal. So, bist du jetzt zufrieden, olle Tucke? Oh. Welch ein Anblick. Ausgezeichnet. So, so habe ich es mir vorgestellt. Vor allem die sympathischen Augen und der Alibaba-Bart, ne? Auf jeden Fall. Es reicht. Der Feinschmecker ist hier, um zu kochen, nicht um zu reden. Fangen wir an. Oh, ja, aber natürlich. Der Kaiser wünscht sich euer berühmtestes Gericht. Die Portage le Magnifique. Ich habe schon mal angefangen. Aber im Kochbuch steht nicht viel und jeder kocht das Gericht anders. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn wir es auf die besondere Art des Feinschmeckers zubereiten könnten. Die Brühe ist bereits gekocht. Wir können sofort beginnen. Welche Zutat kommt als nächste? Bereite die Portage le Magnifique zu? Ach du Scheiße, ich weiß nicht, wie das geht. Ich sag einfach mal Möhren, ne? Möhren? Wirklich? In Ordnung. Und jetzt? Ich kann da reinpacken, wahrscheinlich, was ich will, ne? Ihr müsst nun einen Spritzer Met hinzufügen. Ah, oh, natürlich. Das hatte ich schon erwartet. Eine Nirnwurz. Wirklich? Oh, ich verwende Nirnwurz auch immer als spezielles Aroma. Oh, eine wunderbare Idee. Gut, was nun? Ein Septim, Vampirstaub, nur so abgefahrenen Kram. Die Reaktion muss ein bisschen geil sein. Ihr müsst einen Septim hinzufügen. Einen Septim? Also,
Die Goldmünze? Wirklich? Ah, jetzt verstehe ich. Das verleiht der Portage Le Magnifique einen leicht metallischen, jedoch köstlichen Nachgeschmack. Einfach brillant. Der Eintopf scheint fertig zu sein. Wenn wir noch etwas hinzufügen, schwächen wir die Aromen ab. Also, ist es das? Nur noch eine letzte Zutat. Hier, fügt das hinzu. Oh, was ist das? Eine Art Kraut? Seid ihr sicher? Die Portage schmeckt schon perfekt. Jede weitere Zutat könnte... Ich darf doch sehr bitten, Janna. Wer ist hier der Feinschmecker? Hey, tut mir leid. Natürlich. Das ist immerhin euer berühmtestes Rezept. Gut, eure geheime Zutat ist drin. Und wenn ich es mal so sagen darf, es war eine Ehre, ein Gericht mit dem besten Koch des gesamten Kaiserreichs zuzubereiten. Ich trage den Eintopf und führe euch hoch zum Speisesaal. Ich bin mir sicher, dass der Kaiser und seine Gäste euch nun endlich kennenlernen wollen. Okay, so. Wir haben die Portale Magnifique mit einem Septim zubereitet. Schade, ich hätte echt auch noch Vampirstaub machen sollen. Ihre Reaktionen waren ja herrlich. Und das heißt, wir begegnen jetzt wem? Oh ja, Leute, dem Kaiser von Tamriel. Können währenddessen nochmal einen Bretonenarsch betrachten. Naja gut, bisschen versteckt. Und oui, oui, riecht ihr aus wie ein Meisterkoch. Naja, nicht wirklich. Und nicht wundern, ich habe nicht Französisch gehabt. Ja? Geh du mal vor, meine Gute. Du weißt, wo es hier zum Speisesaal geht. Ich nicht. Da könnte der Kaiser sitzen, aber ich glaube, auf diesem Stuhl wird so schnell niemand mehr sitzen, wenn wir fertig sind. Ja? Aber seid ihr denn kein bisschen nervös nach allem, was geschehen ist? Meint ihr die Hochzeit? Der scheinbare Mord an meinem Cousin? Ein bedauerliches Missverständnis, mehr nicht. Kalter Met, heiße Gemüter. So etwas passiert. So etwas passiert, hä? Da sind wir. Ich bin nervös. Wir gehen gleich rein. Bitte, ich bediene. Ihr steht einfach da und seid umwerfend. Das kann ich gut. Ich bin sehr umwerfend. Ja, das ist eine unglückliche Wendung, aber ein Einzelfall. Aber mir wurde versichert, dass die Schuld einzig und allein beim Sohn der Kaiser des Mannes liegt. Wir sind in absolut keiner Gefahr. Einen Kaiser zu töten kann nützlich sein, aber sich mit einem anzufreunden, das ist wirklich von Vorteil. Und da stimmen mir doch sicherlich alle zu. Ah, da sind wir. Geehrte Gäste, darf ich vorstellen? Der Feinschmecker. Ach, diese Suppe. So köstlich, meine Freunde. Als Kaiser steht mir natürlich das Recht der ersten Portion zu. Lass dir schmecken. Konzentrieren Sie, Anna. Wie wunderbar. Einfach köstlich. So hatte ich es mir erhofft. Da stimmt was... nicht... Es scheint zu funktionieren. Der Kaiser von Tamriel ist tot. Bei den Göttern. Der Feinschmecker und der... Oh mein Gott. Und jetzt ganz schnell entkommen. Der Kaiser ist tot. Der Kaiser ist tot. Holy shit. Mir folgt keiner? Hab ich ja Schwein gehabt. Fuck. Dieser Mann war der bei weitem nervigste Köder, den der Kaiser je eingesetzt hat. Scheiße. Ich bin froh, dass er tot ist. Aber ich freue mich noch mehr, dass ihr ihn getötet habt. Ihr, ein Attentäter der Dunklen Bruderschaft, habt gerade einen Anschlag auf den Kaiser durchgeführt. Und ihr hättet Erfolg gehabt, wäre es der echte Kaiser gewesen. Überrascht? Ging mir auch so, als ein Mitglied eurer Familie mit dem Plan zu mir kam. Wir haben ein Geschäft gemacht. Was? Einen Handel. Nein. Ich bekomme euch und die Dunkle Bruderschaft darf weiter existieren. Verdammt. Aber wisst ihr was? Ich habe es mir anders überlegt. Wie wäre es damit? Ich töte euch und schlachte alle eure armseligen kleinen Freunde ab.
Eure Zuflucht wird gerade verwüstet, damit ihr wisst, was ich von diesem Geschäft halte. Ihr habt meinen Sohn getötet, ihr alle, und jetzt bezahlt ihr dafür. Verdammte Scheiße. Tötet ihn und sorgt dafür, dass nichts übrig bleibt, was man beerdigen könnte. Na, dann versucht doch mal, ihr Penner. Tja, das war's wohl, ne? Nix mit irgendwie schnell hier mal töten. Das könnt ihr knicken, du verdammter Wichser. So, wir wurden reingelegt. Wer kann's gewesen sein? Astrid? Wer sonst? Sie hat ja so gut dafür gesorgt, dass meine Flucht funktioniert, nicht wahr? Wie sie so schön sagte. Dieses verdammte Miststück. Ziel Himmelsrand? Ha? Verfolge ich ihn jetzt gerade oder hätte ich jetzt einfach schnell reisen müssen? Ich weiß es nicht. So eine verfluchte Scheiße. Okay, ich weiß nicht, wo Schattenmähne ist mir auch gerade egal. Ich muss ganz schnell zur Zuflucht. Denn da wird anscheinend gerade aufgeräumt. Wow, ich kann nicht schnell reisen? Na dann eben ab nach Falkenring. Verdammter Mist, wir wurden reingelegt. Bestimmt Astrid, die hat mich doch eh nicht leiden können. Die wollte mich doch eh loswerden, weil ich der Zuhörer bin und ihr das nicht gefällt und sie generell auf die Mutter der Nacht scheißt. Dieses verfluchte Miststück. Oh, ich habe noch eine Kochmütze auf. das wollen wir nochmal eben ändern. Ups, falsche. So, genau. So, schon besser. Jetzt aber ratzefatz zurück zur Zuflucht. Also, es kann nur Astrid gewesen sein. Sonst ist doch alle einfach jeder, war doch treu. Und Astrid war immer komisch. Ich habe die nie leiden können. Abgeschlossen das Ende eines Reiches, hä? Ihr seid ein Witz. Das ist alles, was du hast? Die zwei Zauber? Mein Gott, das ist ein Witz. Ach, und mein Pferd räumt auch ein bisschen auf. Wow, was ging hier denn ab? Verdammt. Sie haben sie wirklich schon verwüstet. Ach, ist da noch wer? Lass Schattenmähne in Ruhe. Wo ist Schattenmähne? Verdammt, schnell, ich muss meinem Pferd helfen. Wie kam mein Pferd so schnell da hoch? Was zum Teufel? Du lässt mein Pferd in Ruhe, du dreckiger Penner. Wo ist er denn? Da ist er. Hier, zack, ein Schlag. Alles gut, Schattenmähne, alles gut. Und ich werde jetzt erstmal rausfinden, wer für diese Dreckscheiße verantwortlich ist. Nichts mehr mit Schleichen, nichts mehr mit Rumkillen oder so. Jetzt gibt's nur noch Rache. Ganz frisch und kalt serviert. Komm schon. Unerträgliche Wartezeit, komm schon. Ich muss aufräumen. Wer von beiden war der Verräter? Weiß nicht. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ach, die wissen selber nicht, wer der Verräter war, ne? Zwei Leichen? Was zum... Verdammt. Scheiße, wer ist es? Ach, das ist ein Agent, okay. Vesara, nein. Die Wahrheit der Mutter der Nacht. Von Gaston Belfort. Na, nehmen wir es mal lieber mit, ne? Eisendolch. Tja, ich würde mal so sagen, wenn ich die Leiche von Astrid nicht finde, weiß ich, wer der Verräter war. Cicero kann es nicht gewesen sein, der ist schon tot. Wow! Hey! Armbjorn! Du bist ein Werwolf! Das wusste ich gar nicht. Jetzt bringt er es zu Ende! Wehe, Armbjorn ist tot! Nein! Verdammt, ich war zu spät. Schneller! Drecksack! Verdammt, alles ist am Brennen, alles sterben! Lebt hier noch überhaupt wer? Nazi! Lass Nasi in Ruhe. Zack, und erstmal hinten rein. Verdammter Drecksack. Das ist unsere Bruderschaft. Ihr lebt also. Ich hab mir schon Gedanken gemacht. Der Kaiser, das war eine Falle. Jemand hat uns hereingelegt. Davon gehe ich aus.
Die meisten von uns sind schließlich tot. Bevor ihr fragt, nein, ich glaube nicht, dass ihr es fragt. Und sollte ich doch meine Zweifel gehabt haben, sind sie nun ausgeräumt. Ihr habt mir schließlich gerade die Haut gerettet. Vielen Dank dafür. Passt schon, aber jetzt schnell, wir müssen hier raus. Das könnt ihr laut sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier alle verbrennen. Los! Verdammt, schnell. Was mit dem Leichnam der Mutter der Nacht? Zuhörer. Was? Ich bin eure einzige Rettung. Ja! Und nehmt mich an. Was wäre das? Annehmen? Umarme die Mutter der Nacht? Was zum... Verdammt, es muss doch einen Weg Nasir? Geben. Ich glaube, vielleicht sehen wir uns nie wieder, aber sorry. Nein, nein, wieder öffnen. Und jetzt? Oh Gott. Okay. Schnell, Nasir. Ich sage euch doch, er ist da drin. Ich mache ja so schnell ich kann. Ich kann, verfluchtes Satansweib. Ihr könntet ja auch helfen. Ich bin nicht wirklich für körperliche Arbeit gebaut. Jetzt kommt schon, ihr habt es fast geschafft. Nur noch einmal ziehen. Da! Kriegt ihr sie auf? Ich glaube schon. Moment. Ihr müsst mit Astrid sprechen. Hier in der Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Mit Astrid, so. Wir haben überlebt, hey! Halt, nicht so schnell, ganz ruhig. Alles in Ordnung, ihr habt eine Menge durchgemacht. Warum setzt ihr euch nicht eine Weile hin? Mir geht es gut, aber die Mutter der Nacht hat andere Aufgaben für mich. Gehen wir. Oh, wenn das so ist, dann geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Ja, hi Babette. Mann, bist du Psycho. Und wir haben wohl echt gerade noch so überlebt. Tja, es gab hier ein ordentliches Gemetzel und hier sind die ganzen Leichen verbrannt. Ist das eklig. Okay, wo ist Astrid, diese dreckige, schmierige... Ihr wisst schon. Steht die einfach echt hier so rum? Ist Astrid tot? Was zum... What the fuck? Ihr lebt, Siti, sei Dank. Warst du es doch nicht? Bei Sittis, was ist passiert? Ihr lebt, Siti, sei Dank. Dann war es doch nicht Astrid? Astrid. Still. Bitte, ich muss euch so viel sagen und hab nicht so viel Zeit. Es tut mir so leid, Penitus Oculatus, Maro. Er sagte, wenn wir euch ihnen aushändigen, würde er die dunkle Bruderschaft in Ruhe lassen. Für immer. Bei Sittis, ich war ja so töricht. All dies... Es ist meine Schuld. Es gibt unter uns niemand Besseren als euch und ich hätte euch beinahe umgebracht. Genau wie ich alle anderen umgebracht habe. Dreckiges Miststück, ey. Hat sie also doch gemacht, aber... Naja, gestraft genug ist sie ja anscheinend. Sithis in der Leere wird über euch urteilen. Ich habe Mitleid mit euch. Nein, ich verdiene kein Mitleid. Ich verdiene jedes noch so grausame Schicksal, das der Fürst des Schreckens für mich vorgesehen hat. Ich habe euch verraten. Und nun hat Maro mich verraten. Wie passend. Ich wollte, dass alles so bleibt, wie es war.
Vor Cicero, vor der Mutter der Nacht, vor euch. Ich glaubte, ich könnte uns retten. Doch ich habe mich geirrt. Aber ihr lebt. Also gibt es immer noch Hoffnung. Eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Einen Neuaufbau. Darum habe ich das hier getan. Versteht ihr denn nicht? Ich habe zur Mutter der Nacht gebetet. Ich bin das schwarze Sakrament. Was wollt ihr damit sagen? Ihr hattet recht. Die Mutter der Nacht hat recht. Die alten Bräuche, sie lenkten die Wege der dunklen Bruderschaft über viele Jahrhunderte. Es war töricht von mir, sich gegen sie zu stellen. Und um euch meine Aufrichtigkeit zu beweisen, habe ich für einen Auftrag gebetet. Ihr führt diese Familie nun an. Ich überreiche euch hiermit die Klinge des Wehklagens, damit ihr den Auftrag erfüllen könnt. Ihr müsst mich töten. Jetzt muss ich also Astrid töten, hä? Was? Klinge des Wehklagens. Ja, du hast schon richtig gehört, Babette. Ich bin hier nun der Anführer. Ah, die Klinge des Wehklagens. Absorbiert 10 Gesundheitspunkte. Ja, wenn dann auch mit der richtigen Waffe, hä? Na dann, Astrid, du hast uns verraten. Oh, Astrid. Und das war's. Danke. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört hätte. Wie konnte Astrid uns das antun? Seltsamerweise habe ich nur Mitleid für sie. Astrid, heiliger Wüstensand, ich verstehe es immer noch nicht. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört Tja, hätte. So läuft das, Leute. Aber ich muss erst mit der Mutter der Nacht reden. Bestimmt hat sie mir noch irgendwas zu sagen, was ich jetzt tun soll. Was für ein Ende. Astrid ist tot. Es ist, wie es sein soll. Möge sie Erlösung in der Leere finden. Doch solange ihr lebt, lebt auch die dunkle Bruderschaft. Wir müssen unseren Kontrakt erfüllen. Kaiser Titus Mede der Zweite muss beseitigt werden. Sprecht mit Amon Moutier. In der beflaggten Meere in Weißlauf. Er wird den Aufenthaltsort des wahren Kaisers kennen. Doch zuerst informiert Nasir über eure Pläne. Denn ihr seid der Zuhörer und müsst diese Familie zusammenschmieden. Wettlauf mit dem Tod abgeschlossen und damit nun also eine neue Quest. Heil Cetus. Sprich mit Nasir. Denn der Kaiser ist immer noch am Leben. Trotz der ganzen Sache hier mit Astrid und so. So, Nasir, ich hab dir was zu erzählen. Bei Cetus, was für ein Chaos. Das ist dann wohl das Ende. Nicht so ganz. Die Mutter der Nacht hat erneut zu mir gesprochen. Was? Und was hat sie gesagt? Ich muss noch einmal mit Amon Montier sprechen. Amon Montier? Aber das würde ja bedeuten... Der Auftrag besteht noch immer. Der echte Kaiser muss ermordet werden. Ihr meint, es ist noch nicht zu spät? Aber wie? Unser Plan ist gescheitert, alle sind tot, die Familie... Unsere Familie wird weiterleben, Nasir. Vertraut mir einfach. Wie ihr wollt, mein Zuhörer. Bringt in Erfahrung, was dieser schleimige Bastard Mortier zu sagen hat und schickt dann den Kaiser zu Cetus. Aber wenn ihr dort fertig seid, gibt es doch keinen Grund mehr, hierher zurückzukommen, nicht? Könnten wir uns nicht in der Dämmersternzuflucht ein echtes Zuhause aufbauen? Stoßt dort zu Babette und mir, wenn ihr die Sache mit dem Kaiser erledigt habt. Und keine Sorge, ich finde schon eine Möglichkeit, die Mutter der Nacht zu transportieren. Und jetzt los mit euch! Und kommt mit einem Fass voller Gold zurück, ja? Babette, Kleines,
packt eure Sachen. Du kannst mich mal, der gibt mir hier Befehle, Alter. Ich bin der verfickte Zuhörer und ich werde diese Familie zusammenschmieden. Aber wie ich damals schon vermutet und gesagt habe, die Dämmersternzuflucht ist auch eine Zuflucht und die kann genauso genutzt werden. Ich hab's doch fast gewusst. Tja, das heißt, unser letzter Auftrag ist immer noch vorhanden und es geht weiter mit der dunklen Bruderschaft. Und Mann, ich muss sagen, das ist ja einer der geilsten Nebenquest-Reihen jemals in einem Videospiel. In irgendwelchen Rollenspielen, also wow. Genial inszeniert, echt geil gemacht und hier ist Festus Krex. Scheiße. Oh, den haben sie aber fertig gemacht. Krass, das habe ich vorhin gar nicht gesehen, als ich herkam. Armer alter Mann, gerade wo er sich bei mir entschuldigt hat. Nun gut, wir haben weitere Aufträge vor uns. Wir müssen den Kaiser immer noch töten. Darum kümmern wir uns also dann beim nächsten Mal, wenn es mal wieder heißt Let's Play Elder Scrolls 5 Skyrim. Mein Name ist Alex, bis dann!